Mein Name ist Michael Breitung, Betriebsleiter hier am Standort Rindsprudel. Wir sind im Mineralwasserbereich sehr stark. Wir haben zum einen die unterschiedlichen Karbonisierungen, spritzig, medium, sanft und naturell. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen noch, das 350 Mitarbeiter hier am Standort beschäftigt. Wir haben 4 Produktionslinien, 2 Glas-Mehrweglinien, eine PET-Mehrweglinie und eine PET-Einweglinie. Die Konstellation bzw. wie wir uns am Standort aufstellen wollten, war den stärkeren Glasabsatz gerecht zu werden. Das heißt, wir haben aus einer PET-Mehrweglinie eine Glas-Mehrweglinie gemacht, also eine abgebaut, eine PET-Mehrweglinie und dafür jetzt die Kronis-Glaslinie installiert. Wir haben das erste Teilprojekt mit Kronis 2020 im Oktober umgesetzt. Das war in Form der Palettierung der Glaslinie. Die Projektabwicklung war wirklich sehr gut. Daraufhin haben wir bei dem zweiten Teilprojekt, sprich die Glaslinie, die wir nachgezogen haben, uns auch wieder an Kronis gewandt, dementsprechend die Projektierung angestoßen, die sich doch über ein Jahr gezogen hat, weil die Gegebenheiten bei uns sehr komplex sind. Wir haben einen Etagenbetrieb, wir haben beispielsweise den Neuglasabräumer im Untergeschoss stehen, die Produktionslinie drüber. Wir mussten mit Podesten arbeiten, weil aufgrund des Platzbedarfs und den Gegebenheiten eine ebenerdige Installation nicht möglich war. Und das hat Kronis und Rindsprudel doch schon vor einige Herausforderungen gestellt. In diesem Zusammenhang ist die Projektierung bzw. das Layout, was ausgearbeitet wurde, seitens Kronis positiv zu erwähnen. Summa summarum, ein tolles Projekt, hat nahtlos an das Projekt Palettierung angeschlossen. Das heißt, wir sind mit der Projektierung und der Umsetzung zufrieden und haben die Anlage sauber in Betrieb genommen.